Glückwunsch zum 2-0 Heimsieg. Danke. Was war ausschlaggebend heute für die drei Punkte? In der ersten Halbzeit mit Sicherheit unsere Chancenverwertung, haben wir die Tore gemacht, auch wenn wir nicht so gut im Spiel waren. Wir hatten eine schwere englische Woche hinter uns mit dem VfB Stuttgart. Da hat man heute einfach gemerkt, dass die Kräfte doch die Körner nicht so da waren von Anfang an. Wir haben gebraucht, um uns reinzukommen. Dann auch für uns ungewohntes Gelaufen. Wir haben ja schon einmal auf Rasen trainiert. Hat man schon gemerkt, ein bisschen braucht reinzukommen. Der Gegner war mutig, war frisch, das hat man gebraucht. Die wollten von Beginn an Gas geben. Und was dann ausschlaggebend war, wir haben gut dagegen gehalten, gut gegen den Ball gearbeitet, haben dann trotzdem nicht so viel zugelassen, haben uns da reingeworfen in die Aktion. Und mit der Länge vom Spiel haben wir immer besser reingefunden, haben dann unser Ballbesitz verbessert, haben dann hinten raus noch sehr gute Chancen gehabt, wo wir das Ding vielleicht auch noch höher gewinnen können. Aber auch wichtig ist, dass wir auch in so einem Spiel dann, wenn wir nicht so viel Tore schießen, hinten Laden sauber halten. Und so denke ich, dass auch ein verdienter Sieg war. Was nimmst du mit für die nächsten Spiele von heute? Ja, erstmal müssen wir gucken, dass die Jungs wieder frische Beine kriegen. Das war jetzt doch anstrengend. Und dann natürlich Rasen trainieren. Je öfter ich auf Rasen spiele, desto eher komme ich auch damit klar, dass der Ball mal hoppelt oder sonst irgendwas. Das sind so die großen Dinge. Dann zwei, drei Kleinigkeiten im individualtaktischen Bereich, wo wir einfach noch mitnehmen können. Aber das ist einfach ein ständiger Prozess. Und da wollen wir noch weiter. Super. Alles klar. Dankeschön. Dankeschön. Alles Gute. Macht's gut. Ja? Danke. Ciao.